Die Einmischung in den Ukraine-Krieg und die völlig wirkungslosen Sanktionen gegen Russland haben uns bereits jetzt die Versorgung mit preiswerter Energie gekostet. Aber damit scheinbar nicht genug. Offenkundig soll unser Land nun in die direkte kriegerische Auseinandersetzung mit Russland hineingehetzt werden. In einer peinlich dilettantischen WebEx-Konferenz wird nun also scheinbar hinter dem Rücken des Kanzlers die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers vorbereitet. Eine Waffe, die nicht nur die Krimbrücke zerstören, sondern auch Moskau mühelos erreichen kann. Eine Waffe, bei deren Lieferung es zwei Optionen gibt. Entweder wir ertüchtigen ukrainische Soldaten, die Einsatzparameter dieser Waffe selbst zu programmieren, was die Gefahr beinhaltet, dass Selenskyj sie direkt gegen den Kreml einsetzt. Oder wir tun das nicht, was bedeutet, dass jeder Marschflugkörper, der ein russisches Ziel zerstört, von Deutschen programmiert wurde. Mit anderen Worten, in beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Russen, sollte es dazu kommen, dies als das werten, was es de facto auch ist, der direkte Eintritt Deutschlands in den Krieg.